kurze Umarmung. Dann reden sie lieber mit Papst Franziskus als miteinander. Und trotzdem ist da eine leise Hoffnung auf Frieden in einem Konflikt, in dem kaum jemand noch an Frieden glaubt. Außergewöhnlich ist schon der Rahmen. Geistliche aller drei Religionen sind in die Vatikanischen Gärten gekommen. Juden, Christen, Muslime und beten. Er glaube an die friedensstiftende Kraft des Gebets, hatte Franziskus schon vorher gesagt. Im Konflikt vermitteln wolle er ausdrücklich nicht. Und wird doch deutlich. Die Welt ist nicht nur ein Erbe unserer Vorfahren, sondern auch eine Leihgabe unserer Kinder. Und unsere Kinder sind die Konflikte leid und sehnen sich nach Frieden. Bei seiner Nahostreise vor 2 Wochen hatte Franziskus die Welt mit seinem Vorschlag überrascht. Es war eine Reise voller Symbolkraft gewesen. Franziskus betete an der Klagemauer, aber auch an der Grenzanlage, mit der Israel die Palästinenser auf Abstand hält. Verständnis für die Wunden beider Seiten. Mit dieser Haltung hat er Abbas und Peres in den Vatikan gelockt. Und Israels Präsident gesteht, Frieden kommt nicht von alleine. Man muss dafür Opfer bringen und Kompromisse eingehen. Allerdings, Peres Amtszeit endet in wenigen Wochen. Auf Abbas wird es auch weiter ankommen. Sein Wunsch: Wir suchen einen gerechten Frieden, menschenwürdiges Leben und Freiheit für unser Volk. Zum Gespräch geladen hat Franziskus die beiden Politiker dann doch nach dem Gebet. Die Kameras mussten dabei aber draußen bleiben.